Hallo und herzlich willkommen bei den Cinematic Smash Brothers, dem Film-Debattier-Game-Show-Format in der deutschen Podcast-Landschaft. Solltet ihr heute das erste Mal dabei sein und habt gerade bei Martins Ankündigung noch nicht so hundertprozentig verstanden, worum es geht, dafür bin ich da als eure Moderatorin, die Becky. Genau, ich erkläre euch nochmal ganz kurz das Konzept von dem, was wir in den nächsten anderthalb Stunden mit euch vorhaben. Also ich habe hier mir drei cinephile KandidatInnen geladen, die sich auch gleich nochmal vorstellen dürfen. Und die werden jetzt in mehreren Runden darüber debattieren, über Fragen, die sie vorher schon kennen, die irgendwie was mit Film zu tun haben. Die konnten sich also darauf vorbereiten. Es zählt aber nicht, wer die kreativste und schönste Antwort gepitcht hat, sondern einzig und allein die Argumente. Nach jeder Runde wird dann von mir als Schiedsrichterin ein Punkt verteilt. Deshalb haben wir hier diese schönen Punktetafeln vor uns stehen. Und am Ende kommen zwei meiner KandidatInnen in die finale Blitzfragerunde. Aber das erklären wir dann, wenn es soweit ist. Für alle, die nicht gerade hier vor uns sitzen, die fragen sich vielleicht, wo kommen die da gerade her? Warum sitzen die nebeneinander und haben nicht wie üblich ein rotes, ein gelbes und ein orangenes Flaschenmikrofon vor sich stehen, sondern Headsets auf dem Kopf? Wir befinden uns gerade in Sibbesse in Niedersachsen in der Nähe von Hildesheim. Wir als Cinematic Smash Brothers reisen ja so ein bisschen durch Deutschland und wir sind heute hier, weil das Podstock hier stattfindet, das Podcast-Festival, was einmal im Jahr ganz viele Leute zusammenbringt, die irgendwie was mit Podcasten machen. Und genau, deshalb sind wir heute hier und debattieren für euch von einer kleinen Bühne herunter. Genau, ich habe ja gesagt, ich habe mir hier drei KandidatInnen geladen und die dürfen sich jetzt kurz euch einmal vorstellen. Am ersten Mikro sitzt die Kati. Hallo Kati. Hallo Becky. Erzähl doch mal, woher könnte man dich in diesem Internet und in dieser Podcast-Landschaft kennen? Ich gucke kurz auf meinem Teilnehmer. Ich mache den Schläfst du schon Podcast, ich mache die Personal Buchführung, was auch ein Podcast ist. Bin bei der Geschichtenkapsel, bei Akte Aurora und bei Nerd mit dabei. Mhm. Und bei Twitter findet man dich als Catch Kati. Als Catch Kati. Und erfahrene HörerInnen dieses Podcasts haben Kati vielleicht schon mal gehört. Ja. Bei unserem Cinematic Smash Sisters Spezial war sie nämlich unsere Station Voice und hat die Jingles anders eingesprochen. Das ist mein Notfallplan für heute, wenn mir keine Antworten mehr einfallen, dann mache ich einfach die Jingles live. So, dann haben wir am zweiten Mikrofon den Tim. Hallo Tim, woher könnten dich die Leute kennen und so aus der Podcast-Landschaft, aus dem Internet? Hallo Becky. Ich bin auf Twitter, bin ich Lord Ampersand. Man kennt mich vom Auf dem Holzweg-Podcast, wo ich aus dem Wald podcaste, aus der Geschichtenkapsel und sonst mache ich auch noch Dinge mit Geräuschen und Ton. Mhm. Und am dritten Mikrofon sitzt die Jule. Hallo Jule, woher Hallo kennt man dich so? Ich habe auch Podcasts wie viele hier. Genau. Einmal Lottes Erbinnen, das ist ein Frauenfußball-Podcast um Frauenfußball. Mhm. Und Rainbow Recaps, das ist geht um Filme und Serien. Hast du die Cinematic Smash Brothers Episode gehört, in der wir neue Fußballfilme gepitcht haben? Da gab es drei Filme, in denen es am Ende um Frauenfußball ging. Das fand ich ziemlich cool. Ja. Genau. Ihr seid bereit und fit für all das, was jetzt kommen wird? Yeah. Ja. Habt ihr Bock? Besser als jetzt wird es nicht mehr. Bock genau. Habe ich. Okay. Dann würde ich sagen, Schluss mit dem Vorgeplänkel und wir fangen mal mit dem an, worum es bei dieser Sendung geht. Round one. Fight. Ja, und ich habe mir gedacht, ich werde unsere Fragen ein bisschen an das anpassen aus den Podcasts, wo man euch so kennt. Deshalb, Kati, du bist ja bei Akte Aurora dabei, ein Podcast, in dem es um Menschen geht, die Zeitreisen unternehmen, um dabei Kriminalfälle zu lösen. Mhm, das ist richtig. Und daher lautet meine erste Frage an euch. Welcher Krimi oder Thriller wäre besser, wenn er in einer anderen Zeit spielen würde? Und Kati, du darfst anfangen. Ja. Ganz klar, der Graf von Monte Cristo, der ist ja nun mehrfach verfilmt worden, aber immer als Historienfilm. Ich beziehe mich vor allem auf die Fassung mit Richard Chamberlain irgendwann aus den 70ern, was ich nur weiß, weil du es rausgesucht hast. Vielen Dank. Also die Jahreszahl, ich bin nicht gut mit Jahreszahlen.
weil der Graf von Monte Cristo ohnehin schon alles enthält, was klassische Krimi-Thriller-Handlungen enthalten. Es gibt um Intrigen, um Liebesgeschichten, um Verrat. Und das könnte man heute in der Neuzeit unter anderen Vorzeichen der Rahmenbedingungen wunderbar neu inszenieren und es wäre hochspannend. Tim? Also meine Wahl fällt auf den Film von 1982, In der Stille der Nacht mit Roy Scheider und Meryl Streep. Es ist ein Krimi, in dem ein New Yorker Psychiater, dessen Patient ermordet aufgefunden wird, in der Beziehung mit der Hauptverdächtigen in Meryl Streep eingeht und so immer tiefer in den Fall reingezogen wird. Und ich würde diesen Film in der im Jahre 1905 spielen lassen, auch wieder in New York, zu Beginn der Psychiatrie, wo die Freudsche Psychiatrie, die Psychoanalyse in New York auftritt. Und damit wird dieser Film zu einem Historiendrama, wo die Psychoanalyse zu einem Cutting-Edge-forensischen Instrument wird. Und damit nicht nur der Fall gelöst wird, sondern auch gezeigt wird, wie wichtig diese Psychiatrie eigentlich für die Welt ist. So, und Jule, wie sieht's bei dir aus? Ja, ich habe mich für den dritten Mann entschieden. Ich fand, liegt auf der Hand, ganz klar. Das ist ein Film, der 1949 gedreht worden ist. Es ist ein Schwarz-Weiß-Film, der in der Nachkriegszeit in Wien spielt. Da sind ja die ganzen Besetzungsmächte und es geht ja um den Autor Holly Martins, der halt auf Wunsch eines guten Freundes Harry Lime nach Wien geladen wird. Und er deckt zwei Sachen auf. Zum einen, Harry Lime soll tot sein, das ist er nicht. Und zum zweiten ist, Spoiler, es geht auch um einen Medizinskandal und also gepanschtes Antibiotika. Und ich finde, das würde sehr gut in die heutige Zeit auch passen. Irgendwie, das kommt ja immer wieder, irgendwie gestreckte Krebsmedikamente und so weiter. Deswegen würde ich das so ein bisschen in den 90ern vielleicht sehen. Und dann gibt es ja so eine Szene mit so einer Gondelfahrt und das könnte man noch viel rasanter machen. Also man müsste sich das vorstellen, so eine 90er Jahre Kirmes und wo das so richtig schön abgeht. So stelle ich mir es vor. Okay, dann Fight. Ja, also ich kenne den dritten Mann. Ich finde es einen fantastischen Film. Der hat extrem gute Bewertung. Und ich weiß nicht, wie man den besser machen kann. Ja. Wenn du ihn aus seinem Setting rauslöst, aus diesem Nachkriegs-Wien, in dieser zerstörten Landschaft, mit der Filmmusik, die auch dort stattfindet. Das kann man ja noch moderner, noch toller machen einfach. Das könnte man, aber ich glaube nicht, dass dadurch der Film besser wird. Film ist ein durchschnittlicher Krimi, das neue Setting grandios wird. Ja, das 1905, das abzuwarten, ich weiß tatsächlich nicht. Ich stimme dir zu, was den dritten Mann angeht. Der ist einfach nicht mehr besser zu machen. Alles, was man machen könnte, wäre das, was in vielen zweiten Teilen von ersten Teilen passiert. Wir machen das Gleiche nur noch größer und das zieht dann irgendwie nicht mehr so richtig, finde ich, beim dritten Mann. Also ich wüsste nicht, wie man das noch toppen kann. Außerdem, wen kriegt man heute noch, um so eine ikonische Filmmusik zu machen? Geht ja gar nicht. In der Stille der Nacht. Ja, das ist ganz nett, das in die Anfänge der Psychologie zurückzuverlegen. Ich finde halt einfach... Psychiatrie. Ja, Verzeihung, danke. Wortfindungsschwierigkeiten. Ich bin einfach der Meinung, dass das zu sehr dann an Krimi-Handlungen verliert, wenn man noch den Kampf der Psychiatrie sozusagen um Berechtigung mit ins Boot holt bei so einem Film. Also dieses Anerkennen, dass psychologische Dinge Ursachen sein können, solange das noch nicht etabliert ist. Wenn du das mit reinbringen willst, geht das meiner Meinung nach sehr zulasten einer Krimi-Handlung. Naja, gut, es gibt ja immer wieder Geschichten, in denen der Protagonist oder die Protagonistin Zweikämpfe führt, einerseits auf einer persönlichen Ebene und andererseits auf einer gesellschaftlichen Ebene. Und die Zweikämpfe können durchaus parallel stattfinden. Dafür ist mir das Verbrechen wiederum, der Krimi, nicht gesellschaftsrelevant genug, um zu sagen, das funktioniert auf beiden Ebenen. Also da ist dann einfach das Verbrechen ja nicht direkt eins an der Gesellschaft in solchem oder ein gesellschaftliches Drama, sondern es ist ja ein eher persönliches Drama und es wären dann zwei persönliche Kämpfe. Ich finde es spannend, dass du Gesellschaft jetzt hier nennst, weil gerade das Thema Rache ist in unserer heutigen Gesellschaft auch nicht mehr wirklich gesellschaftsfähig, weil wir uns ja gewandelt haben von einer Ehrenkultur eher zu einer Kultur, die den Menschen und in seiner Würde ins Zentrum stellt. Also habe ich das Gefühl, dass wenn man gerade den Graf von Monte Cristo zum Beispiel in die heutige Zeit versetzen würde, dass es ein total anachronistisches Thema wäre.
Ich finde, das ist schon so ein bisschen ausgelutscht. Ich meine, es gibt ja so Serien wie Revenge und so weiter, die so ähnliche Thematiken haben. Wobei das mit der Medizin, dieses Gepansche und so weiter und so fort, das ist irgendwie was Hochaktuelles und das ist sehr selten und so weiter. Und da geht es ja nicht nur, geht ja um so eine Kleinigkeit, wo man eigentlich denkt, na gut, das ist so ein kleiner Schwindler und man merkt halt, mit dem, was er macht, da schadet er Tausenden, Millionen Menschen und so weiter. Und das ist das Brisante, was halt auch beim dritten Mann zu Geltung kommen. Wo würdest du denn spielen lassen? Wo gibt es denn heute noch das Nachkriegs-Wien? Ja. Das ist ja nicht unbedingt im Nachkriegs-Wien machen, man kann es überall machen. Es geht ja einfach um diese Geschichte auch. Man kann das auch heutzutage mit anderen Menschen, mit Migrationshintergrund machen und so weiter. Und vielleicht kann man den Protagonisten, vielleicht hat er auch, ist auch ein Person of Color und dann würde diese Szene, wo dann dieses Kind da schreit, Mörder, würde noch mal so ein bisschen anders zur Geltung kommen. Irgendwie, wenn die den da durch die Straße jagen, da kriege ich so Gänsehaut bei dem Gefühl. Das macht auf mich den Eindruck, als würde dieser Film den Fokus verlieren. Und ich hasse Filme, die den Fokus verlieren. Wenn zu viele Thematiken drin sind, die du behandeln willst, dann ist irgendwie keine richtig behandelt. Und dann hast du alles nur so angerissen und dann ist es einfach kein guter Film mehr. Also das. Und dieses in die Enge treiben, was ja auch gerade beim dritten Mann eben so dieses Spannende ist durch diese Sektoren und dieses innerhalb einer relativ überschaubaren Fläche jemanden jagen zu können. Das hast du heute in dem Stil nicht mehr. Wenn du es hast, dann ist es in der Regel eher wie ist das Wort, das immer alle hassen? Cyber, in der Cyberwelt. die Thematik gibt es ja nun auch schon zuhauf, dass Leute übers Netz gejagt werden, ihre Identität gestohlen wird und sowas. Und ich glaube, da franzt es auseinander, wenn du dann noch dieses medizinische Thema mit reinbringen willst. Da müsstest du eins von beiden rausnehmen, dann verlierst du wieder so ein bisschen die Relevanz und Dramatik, warum es so wichtig ist, diesen Menschen zu finden. Und das wird einfach nicht mehr so ikonisch, wie der dritte Mann in der alten Fassung war. Das wird in der anderen Zeit also nicht funktionieren. Kann ich jetzt nicht so nachvollziehen, deine. Aber gut, wäre man jetzt der Graf von Monte Cristo als... Es ist halt so also klar, Rache ist, finde ich, immer gut, aber es ist halt so ein bisschen von der... Es ist nach wie vor alte menschliche Themen. Du hast du hast Missgunst, du hast Liebesgeschichte, du hast Rache, du hast ganz viele persönliche Entwicklungen auch bei den Figuren durchaus mit drin, vor allem bei der Hauptfigur, beim Graf von Monte Cristo selber. Auch da kannst du in der heutigen Zeit oder auch in der Zukunft spielend über Identität, Identitätsdiebstahl, Persönlichkeitsfindung etc. Arbeiten. Das ließe sich sehr gut übertragen und wäre immer noch spannend anzuschauen. Ja, ich habe das Gefühl, dass halt trotzdem so ein klassischer Stoff, das ist wie wenn man Shakespeare neu in der Moderne verfilmt, das ist immer so ein bisschen, das ist komisch. Das ist, ich meine, die neue Romeo und Julia-Verfilmung, die vor ein paar 10 Jahren oder so herausgekommen ist, hat dir die gefallen? Welche? Also nochmal. Ich meine, die er heute spielt, dann redet er über sein Broadsword und nimmt dann irgendwie so eine Schusswaffe aus dem Auto raus. Wir reden jetzt aber nicht über Romeo und Julia. Wir reden über den Grafen von Monte Cristo und der ist ja nun tatsächlich eine Geschichte, die mit uralten menschlichen Thematiken spielt. Ja, vor allem uralten Geschichten halt. Eben. Ja, und uraltem literarischen Stoff. Und die sind einfach so im Kern relevant für Menschen, dass du die immer wieder aufbereiten kannst, wenn du es denn entsprechend gut machst. Also das ist ja dieses Thema, warum so viele Robin Hood und King Arthur Filme in letzter Zeit gefloppt sind, wenn man irgendwie immer versucht hat, irgendeine Origin-Geschichte draus zu machen, anstatt einfach mal einen guten, ikonischen Film über Robin Hood oder King Arthur zu machen, in der Rolle, die sie schon haben dann. Und ähnlich könnte man das beim Grafen von Monte Cristo machen, weil es geht um die Figur, um den Typus dieses Grafen von Monte Cristo, der dahinter steckt. Also wenn ihr möchtet, würde mich vor allem nochmal interessieren, nicht nur warum euer Film gut ist, sondern warum er besser ist als der Film, den ihr als Ursprungsfilm hattet. Da würden mich noch ein paar Argumente interessieren, falls ihr noch welche habt. Also ich glaube, mein Film wird einfach besser, weil die aktuelle Erzählung eben nicht in einen historischen Kontext, sondern in einer sehr klischeehaften Darstellung der Psychiatrie, der Psychoanalyse eingebettet ist. Und wenn man dieses Thema in die Anfangszeit dieser Historie einbettet, dann wird daraus eben ein Historiendrama. Und deswegen wird er besser und spannender. Ich glaube, der Graf von Monte Cristo funktioniert, wenn man ihn neu auflegt, deshalb gut, weil er alte menschliche Dramen aufzeigt und auch, wie man an diesen scheitert, wenn man falsch mit ihnen umgeht. Und das ist was man an zwischenmenschlichen Beziehungen, gerade in der heutigen Zeit, wo ja oft behauptet wird, dass die nicht mehr gut funktionieren und wo es an manchen Stellen auch stimmt, einfach mal wieder ein Vorbildbeispielfilm wäre, an dem man herauslesen könnte, welche Verhaltensweisen in der Gesellschaft nicht funktionieren, auch wenn sie persönlich erstmal erstrebenswert erscheinen.
Also ich plane ja einen Film, der den dritten Mann erreicht und so ein Tucken besser wird. Also ich meine, der dritte Mann ist ja schon eine hervorragende Vorlage und deswegen weiß ich nicht, warum man einen mittelmäßigen Film nehmen sollte und dann, naja. Also ich finde dieses Thema mit den Medikamenten, das ist hochbrisant und das kann man eigentlich nie... Ist das die Schlussglocke? Kommt das gerade her? Kommt das aus meinem das Ton? Ist, nein, das war bei der Nerd-Nerd-Show auch okay. Das hat mich jetzt auch rausgebracht. Also ich glaube, das ist einfach, man kann das auch so ein bisschen rasanter machen und vor allen Dingen finde ich das dieses mit diesem Medikamentenfusch und so weiter, das ist hochaktuell und das kann man halt noch größer machen. Okay, dann sage ich mal Pling, weil ich meine Uhr nicht, meine kleine Klingel leider nicht dabei habe, muss ich meine Klingel heute selber sein. Also, ich fasse nochmal zusammen. Wir hatten drei Filme. Bei Kati, den Graf von Monte Cristo, der vor allem von Intrigen zwischen menschlichen Beziehungen Rache erzählt und hochspannend ist und in die heutige Zeit verlegt wird, um unter anderem ein Vorbild an zwischenmenschlichen Beziehungen zu sein. Sie hat ziemlich viel Gegenwind bekommen, dass Rache heute eigentlich kein gesellschaftsfähiges Konstrukt mehr ist und dass es ein bisschen ausgelutscht ist, solche historischen Stoffe irgendwie heute neu zu vertonen, sag ich schon, weil wir beim Podcasten sind, zu verfilmen. Bei Tim hatten wir in der Stille der Nacht, der seinen Kriminalfall versetzt in eine Zeit, die sozusagen relevant ist für den Stoff des Films, also in die Anfangszeit der Psychiatrie. Und als Gegenwind hat er so ein bisschen bekommen, dass die Krimi-Handlung verlieren könnte, wenn der gesellschaftliche Aspekt sozusagen wichtiger wird. Hat aber auch ganz schön gekontert damit, dass es ganz oft Geschichten gibt, in denen zwei Kämpfe gefochten werden, also ein persönlicher und ein gesellschaftlicher. Und Jule hatte den dritten Mann, der auf der Hand lag und versetzt ihn in die heutige Zeit, weil Medizinskandale auch heute ein relevantes Thema sind, also heutige Zeit, 90er Jahre, ich habe das jetzt mal ein bisschen verallgemeinert, und freut sich, dass man dann zum Beispiel eine Person of Color einbauen könnte in diesen Film, hat aber auch ziemlich viel Gegenwind gekriegt, dass vor allem das ikonische Nachkriegs-Wien aus diesem Film verschwinden würde, und tatsächlich war das für mich ein sehr starkes Gegenargument, was den Film nicht unbedingt besser als den Originalfilm machen würde. Wohingegen mich bei Tim ganz besonders überzeugt hat, dass er es geschafft hat, seinen Krimi in eine ganz bestimmte Zeit zu versetzen, die ganz besonders relevant für den Stoff ist. Und deshalb geht für mich der erste Punkt an Tim. Ach ja, und den muss ich auch hier umblättern natürlich auf unserem schönen Punkteanzeiger. Also ein Punkt für Tim mit In der Stille der Nacht. Und ich würde sagen, wir machen direkt weiter. Round 2. Fight! Genau, wir machen weiter mit Runde 2 und in dieser Runde habe ich mich von Tims Podcast inspirieren lassen. Tim, der ja einen Podcast macht, in dem er uns oft mit auf den Holzweg in den Wald nimmt. Anlehnend an diesen Podcast möchte ich meine drei KandidatInnen fragen, welcher Film spiegelt am besten das Gefühl vom Im-Wald-Sein wider? Und Tim darf beginnen. Also ich habe Prinzess Mononoke Hime aus, glaube ich, Ende der 90er ausgewählt. Das ist ein japanischer Anime, der im Japan des 14. und 15. Jahrhunderts spielt. Da ist die industrielle Eisen- und Waffenproduktion führt zu großem Holzbedarf und Rodungen der Wälder, was zu Konflikten mit den Waldgeistern führt. Und Ashitaka, der Bürger eines Naturvolks, wird bei einem Angriff eines Waldgeistes, eines erzürnten Waldgeistes, dann verletzt und sucht in den westlichen Wäldern nach einem Waldgott, der ihn dann heilen kann. Und etwa die Hälfte des Filmes spielt im Wald und zeigt diesen dann in allen Facetten, also den Wald der Ruhe, aber auch der Geschwindigkeit, den Wald der Heilung, der Wald der Gefahr, der Wald der Götter und der Menschen, der Wald, der voller Leben ist, aber auch der tote Wald. Und durch die Vielfalt dieser Walddarstellung gelingt es dem Film, den Zuschauern vollkommen in den Bann des Waldes zu ziehen. Also dieser Film spielt nicht nur im Wald, der ist der Wald.
Und ja, also die japanische Kultur hat diesen Begriff des Shinrin-yoku, das Waldbaden. Und das ist das, was dieser Film wie kein anderer erlaubt. Jule? Ja, also Wald ist für mich so ein bisschen Märchen und Sagen. Und wenn es eine Serie gewesen wäre, hätte ich Once Upon a Time ausgewählt. Aber ist ja kein Serie. Ein Filmpodcast. Ja, genau. Aber eine wichtige Sagengestalt und eine Sagengestalt, die auch auf den Wald angewiesen war, ist für mich Robin Hood. Und da finde ich eigentlich die beste Verfilmung, ist die Disney-Verfilmung von 1973. Ich sehe zustimmendes Genicker. Dankeschön. Ich interpretiere das so. Genau. Und ich finde, das ist einfach ein Film, der strahlt das aus. Genau, also das fängt schon damit an, dass die natürlich permanent im Wald sind. Es geht weiter, dass der Protagonist ein Fuchs ist. Also was ist mehr Wald als Tiere sozusagen, Little Johnson Braunbär. Und sogar wenn sie, sie singen sogar über den Wald. Also ich mach das mal vor, ne? Robin Hood und Little John gehen im Wald spazieren und sie lachen und sind fröhlich, weil jeder es gern mag. Sie erinnern sich an Dinge, die sie amüsieren. Udeladi, Udeladi, welch ein schöner Tag. Also wenn das nicht Wald ist, dann weiß ich nicht. Kurzer Szenenapplaus, oder? Auf jeden Fall. Party. Ja, mein Film, den ich ausgewählt habe, ist Auf Messers Schneide. Ich habe keine Ahnung mehr, wann der gedreht wurde. Mich interessieren Jahreszahlen nicht. Es ist ein Film mit Anthony Hopkins und Alec Baldwin über zwei Männer, die Rivalen sind. Anthony Hopkins, ein reicher, wohlhabender, erfolgreicher Geschäftsmann. Alec Baldwin ist in seiner Firma angestellt und hat eine Affäre mit seiner Frau. Und die beiden stürzen in einem Wald ab mit einem Flugzeug. Der Pilot stirbt und die beiden sind alleine auf sich gestellt und müssen irgendwie in diesem Wald zurechtkommen und überleben. Und die beiden Darsteller, Protagonisten, verkörpern quasi zwei Herangehensweisen an diesen Wald. Und das zeigt ihn auch in seiner Facettenreichheit. Einfach dadurch, dass Anthony Hopkins einer ist, der sagt, ich nutze, was mir gegeben ist. Ich passe mich dem Wald an, ich schaue, was finde ich hier. Während Alec Baldwin eher so ein, rabiater Typ ist, der sagt, ist alles furchtbar, alles greift mich an, ich muss mich gegen alles verteidigen. Und ich finde es sehr schön, weil diese beiden eben so gegensätzliche Aspekte von Wald zeigen, und zwar auf eine sehr bodenständige Art. Also da ist nichts Mystisches dabei im eigentlichen Sinne, da ist keine Überhöhung von irgendwelchen Waldgästen oder sowas dabei, sondern es geht um den Wald, wie wir ihn vorfinden, in welchen hineingehen, ohne uns irgendwas dazu zu fantasieren an Geistern oder ähnlichem, sondern es geht einfach darum, was bringt uns ein Wald, wo bringt er Gefahren, wo bringt er aber auch Möglichkeiten und wie können wir uns darin bewegen, wenn wir achtsam sind. Bitte. Wir mögen alle unsere Waldfilme, oder? Ja. Finde ich gut. Genau. Also meine Kritik an euren beiden ist natürlich, dass es irgendwie beides sehr märchenhafte Wälder sind. Also das sind keine Wälder, wie sie in der Realität sind. Robin Hood ist einfach wirklich, es ist schön, es ist ein Kinderfilm, aber ich gehe nirgendwo in einen Wald und treffe auf einen singenden Fuchs und Bären, die mir entgegenkommen und sich da ein schönes Leben machen. Das widerspricht meinem Eindruck von, wo kommt Waldatmosphäre gut zum Tragen. Es ist so eine idealisierte Waldatmosphäre, aber es ist keine realistische. Bei Mononoke, das ist ein Stück realistischer, aber auch da ist dieser Yokai-Mythos aus Japan so stark drin verankert, dass es schon wieder was ist, was ich nicht nachvollziehen kann, wenn ich tatsächlich selber in einem Wald stehe oder zumindest nicht in dem Ausmaß, wie es im Film gezeigt wird, weshalb es für mich nicht ein wirklich gutes, reales Waldfeeling rüberbringt. Ich weiß jetzt nicht, warum er jetzt mit seinen Waldgeistern realistischer ist als ich. Nee, ich finde euch beide unrealistisch. Ich meine, Robin Hood ist eine wichtige Sagengestalt und den Wald in England gab es ja wirklich, also ist ja gut. Ja, aber doch nicht so, wie er im Trickfilm gezeigt wird. Ja, das ist ja auch nur eine schöne Darstellung. Ich finde, die ist einfach, die vermittelt mir das Gefühl von Wald. Es geht ja jetzt nicht darum, dass das das realistischste Gefühl von Wald ist. Das war ja nicht die Fragestellung, sondern einfach dieses Gefühl von Wald. Und ja, ich meine, dein Film hat auch was, ne? Aber ich finde, da ging es jetzt irgendwie mehr so um diese zwei Dudes, die irgendwie da versuchen rauszukommen irgendwie und auch noch fliegen müssen irgendwie unbedingt, um irgendjemanden da zu fotografieren und so. Da ich möchte auch nochmal eine Lanze brechen, also wirklich für den Animationsfilm, der im Wald spielt. Und obwohl dein Film vielleicht realistischer ist, ist es eigentlich kein Film über den Wald, es ist ein Film über die Wildnis, die Auseinandersetzung mit der Wildnis. Also der Film könnte genauso im Gebirge oder in der Wüste spielen. Finde ich nicht unbedingt. Das finde ich okay. Deswegen streiten wir ja hier, ne? Und ich finde tatsächlich einfach, wenn wir sagen, es geht um Waldfeeling,
es ist dann halt bei euren Filmen ein, auf welche Art auch immer, verklärtes Waldfeeling. Es ist einfach eins, dass ich mir schönrede, dass ich mir ausdenke, das aber wenig mit der Realität zu tun hat, wenn ich sage, wenn ich an einen Wald denke. Wenn ich an einen Wald denke, denke ich eher an einen Wald, wie ich ihn auf Messers Schneide gesehen habe. Ein Wald der Gefahr. Das ist ja nicht nur ein Wald, das ist ja auch ein Wald, der mir Nahrung bietet. Das ist ein Wald, der mir Unterschlupf bietet, wenn ich es zu nutzen weiß. Es ist ein Wald, der mir die Koexistenz mit anderen Geschöpfen ermöglicht, ohne dass ich das mystifizieren muss in irgendeiner Form. Aber bei uns leben die Leute ja im Wald oder und sind mit dem Wald glücklich und da versuchen die ja ganz schnell wieder rauszukommen. Also das muss man ja ganz klar sagen. Genau, der Wald, auch im Wald. Der Wald oder die Wildnis wird als etwas dargestellt, das vom Menschen überwunden werden muss. Und da nicht, das ist wirklich nicht ein harmonisches Bild, also überwunden werden muss es nur von dem einen Protagonisten, der das Ganze eben als Gefahr darstellt. Der andere nutzt den Wald. Er will gerne wieder zurück in die Zivilisation. Er wäre aber auch okay damit, wenn er aus diesem Wald nicht mehr rauskäme. Das ist ganz klar seine Stärke, dass er sagt, meine Qualifikation als Mensch, als intelligentes Wesen sollte sein, dass ich mich in jeder Umgebung zurechtfinde und überleben kann und eben auch im Wald, ohne dass ich mir den Untertan machen muss, weil das ist was er nicht tut, sondern er nutzt die Dinge, die ihm gegeben sind, um sich selbst am Leben zu halten, ohne den Wald beherrschen zu wollen, was der andere wiederum tut. Und das ist was eben wirklich so diese Vielschichtigkeit von Waldgefühl durchaus widerspiegelt in dem Kontrast der beiden Figuren. Ich könnte natürlich auch eine Kamera einfach in den Wald stellen und drauf losfilmen, aber das weiß ich nicht, ob das so viel besser wirken würde und ob man dann auf dieser, ich sag mal, doch eher philosophischeren Ebene auch noch getriggert wird sozusagen. Ich würde mich gerne noch über Robin Hood unterhalten, der also eigentlich ein schöner Animationsfilm ist, aber Prinzess Mononoke ist ihm auf jeden Fall überlegen, allein schon von den ganzen Backdrops, die da gezeichnet wurden, oder also 40.000 verschiedene Hintergründe, die da gezeichnet wurden und den Wald in all seinen Facetten darstellt. Und du hast eigentlich einen Hintergrund in Robin Hood. Der ist einmal am Tag und einmal in der Nacht. Der Film ist natürlich jetzt auch von 1974, da waren die noch nicht so weit. Deswegen ist das ja auch so ein Klassiker. Aber dann hättest du ihn ja nicht mehr müssen. Also es ist halt ein alter Film. Aber für damals war das war das super. Und ich finde, den kann man heute immer noch super sehen. Ich finde, Prinzessin Mononoke kann man eigentlich nicht sehen. Also. Ich kann ihn sehr gut sehen. Also. Man kann beide Filme sehr gut sehen, aber wenn ich was über den Wald wissen will, dann gucke ich halt weder den einen noch den anderen. Weil der eine erzählt mir eine Geschichte von Robin Hood. Ja, der hat zufällig im Wald gelebt, aber es geht wenig darum, wie er in dem Wald tatsächlich lebt, sondern es ist einfach klar, dass es sein Unterschlupf ist. Aber es geht nicht um sein Leben in dem Wald letzten Endes, sondern das ist nur so ein Hinweis darauf, wie sein Stand in der Gesellschaft ist. Letzten Endes ist es ein Film ja auch, also Robin Hood ist ja auch eine Gestalt darüber, wie man als Ausgestoßener in der Gesellschaft behandelt wird. Und wie gesagt, Prinzessin Mononoke, sehr toll anzusehen. Ich mag diesen Film sehr gerne. Er ist so ein bisschen brutal mitunter. Es ist kein Kinderfilm im Gegensatz zu der Robin Hood-Verfilmung. Das ist richtig. Aber eben auch da ist es einfach ein Waldbild, das nicht mit der Zeit gegangen ist. Das kann man heute schwieriger so übertragen tatsächlich. Da muss ich Jule zustimmen. Es ist nichts, was man heute noch gucken kann, ohne sich bewusst zu machen, dass der Film aus einer anderen Zeit ist. Der funktioniert heute einfach nicht mehr. Und da hat er eben auch dieses Spiegeln von Waldfeeling für mich verloren. Ja gut, also die ganze Mystizismus ist natürlich, hat eine symbolische Funktion, weil der Wald eben wie ein eigener Charakter ist, der in dem Wald vorkommt, was bei euch eigentlich nicht der Fall ist. Also diese Verkörperung des Waldes als Mitprotagonist. Aber das ist ja was zutiefst Menschliches, dass wir den Wald zu einer Art menschlichen Protagonist machen wollen. Und das ist der Wald ja eigentlich nicht, was in meinem Film besonders stark betont wird. Und meiner ist besonders facettenreich. Aber in deinem Film geht es ja auch hauptsächlich um diese beiden weißen Typen, die da irgendwie versuchen, schnell rauszukommen. Oder wo der eine noch mit seiner anderen Frau schläft. Ist ja eigentlich, genau, wie er schon sagte, der hätte ja auch sonst wo spielen können irgendwie. Kling! Danke. Ja, das war eine hitzige Runde, in der wir zwei sehr unterschiedliche Philosophien der Beantwortung der Frage Waldgefühl erlebt haben. Wir haben bei Tim und Jule mit Prinzessin Mononoke und Robin Hood eher eine mystische Herangehensweise gehabt, beziehungsweise Jule steht so ein bisschen zwischen Tim und Kati mit ihrem Film. Also bei Tim war es besonders mystisch, bei Jule war es so ein bisschen das Mystische des Waldes und ein bisschen das tatsächlich dort Leben als dieser Fuchs. Und bei Kati hatten wir den sehr großen Anspruch, ein realistisches Walderleben von Menschen zu zeigen. Bei Tim
der hat eben nochmal verschiedene Eigenschaften hervorgehoben, die man tatsächlich dort erleben kann, die für ihn dieses Waldgefühl ausmachen. Also sowohl Ruhe als auch Geschwindigkeit, Heilung, Tod, Menschen, Götter und so weiter. Also hat das Ganze sehr vielfältig dargestellt. Bei Jule hatten wir vor allem Protagonisten, die oder ProtagonistInnen, die sich mit diesem Wald, wie soll ich sagen, auseinandersetzen, dadurch, dass sie permanent dort sind. Und wir hatten eine sehr schöne Gesangseinlage. Das muss ich durchaus auch mitwerten. Ja, bei Kati hatten wir diese zwei Herangehensweisen, die beiden Männer haben, die wir dort geschildert kriegen. Und ich war wirklich hin und her gerissen gerade die ganze Zeit. Und es gab ja auch für alle Filme Gegenrede. Ich muss sagen, dass ich fand, dass Kati die Gegenrede am besten zerschmettert hat, die sie so gekriegt hat. Weil ihr vorgeworfen wurde, ihre realistische Filmdarstellung hätte keine philosophische Ebene. Und das hat sie, finde ich, sehr eindeutig klar gemacht, dass man nichts Mystisches haben muss, um trotzdem eine philosophische Ebene dieses Waldgefühls zu haben. Eben dadurch, dass wir sowohl jemanden erleben, für den den Wald eine Gefahr darstellt, als auch jemanden erleben, der irgendwie seine Qualifikation als Mensch in diesem Wald zu entdecken weiß. Und deshalb muss ich sagen, ging der Punkt für mich an Kati. Yes. Kommt noch zum Gleichstand hier, ich sag's euch. Genau, also die andere Tafel, oh, Becky. Ja, ja. Ein Punkt für Kati mit Aufmessers Schneide. Tim hat einen Punkt aus der ersten Runde. Jule hat noch Chancen nachzuziehen. Wir haben hier noch ein paar Runden und machen gleich weiter. Round 3. Fight! Und dieses Mal machen wir weiter mit der Frage, die von Jules Podcast inspiriert war. Jule hat ja erzählt, sie macht einen Podcast, in dem es um lesbische Identitäten in Filmen geht, um lesbische Repräsentationen. Und daher war meine Frage an meine drei KandidatInnen, welches ist der beste LGBT-Plus-Film? Und Jule darf beginnen. Ja, vielen Dank. Also, es war eine sehr schwere Frage. Ich habe da sehr lange drauf überlegt, weil es gibt ja so tolle, viele Filme. Aber ich habe mich entschieden für Pride, aus dem einfachen Grund. Es ist für mich der kompletteste Film. Und zwar in Pride geht es im Prinzip darum, um eine Gruppe von jungen, schwulen Lesben, die beschließen, sie wollen gerne die Bergleute, die streiken 1984, die wollen ihnen helfen, die sammeln Geld und dann rufen sie da an und sagen, hier, wir haben Geld für euch. Und die sagen aber, wirklich, Schwule, Lesben? Und die haben dann mit vielen Widerständen zu kämpfen, kommen aber irgendwann dann zu so einem Bergdorf, dem sie dann helfen können. Und daraus entwickeln sich Freundschaften. Und ich finde den Film besonders gut, weil er halt verschiedene Figuren darstellt. Es gibt halt Schwule, Lesben, auch, also unterschiedliche irgendwie. Es gibt so ein Pärchen, es gibt so den ganz jungen Schwulen, der gerade erst sich outet. Es gibt diese sehr selbstbewusste Person, diesen Protagonisten Mark. Es gibt die Leute im Bergwerk und es ist ja auch auf einer wahren Begebenheit und dadurch zeigt der Film auch nochmal, wie relevant er diese Geschichte war, weil später haben ja die Gewerkschaften dann beschlossen, dass sie denen auch helfen und dass sie da mitlaufen. Und es ist vor allen Dingen ein sehr positiver Film. Sie haben zwar immer Rückschläge und die sind ja auch realistisch gewesen, aber insgesamt ist der halt einfach positiv. Sie helfen den Bergleuten, die Bergleute kommen auf sie zu, insbesondere die Frauen da. Und es gibt halt viele schöne Geschichten. Und ich finde, es gibt gerade in diesen LGBT-Filmen halt wenig positive Geschichten. Kati? Ich habe mich für Grüne Tomaten entschieden. Es ist ohnehin einer meiner absoluten Lieblingsfilme, weil die Protagonistin Itchy Threadgood, also eine der Protagonistinnen, es sind sehr viele Frauen in diesem Film, was ich prinzipiell begrüße, die da eine leitende Rolle haben. Und Itchy Threadgood führt im Laufe des Films eine Beziehung mit einer Frau, die
eigentlich mal annähernd mit ihrem Bruder verlobt war, der aber leider tragischerweise ums Leben gekommen ist. Das heißt, wir haben da eine Figur drin, die durchaus bisexuell zu lesen ist. Wir haben eine Figur drin, die homosexuell zu lesen ist, nämlich Itchy Sweatgood. Und deren Geschichte wird aber, und das finde ich sehr schön, in einem größeren gesellschaftlichen Kontext erzählt. Das heißt, es geht nicht vordergründig darum, dass sie diese Beziehung zusammenführen. Es ist aber ein wichtiger Bestandteil für alles, was sie in diesem Film tun. Ich mag daran sehr, dass es nicht um ganz konkret diese Problemaufarbeitung geht und die benannt wird, so in your face, on your nose, sondern dass es eingebunden ist in diese gesellschaftlichen Strukturen. Wie wird das Ganze anerkannt? Womit kämpfen die nicht? Was lassen die einfach an sich abprallen und was nicht? Es zeigt, finde ich, einfach ein sehr schönes, realistisches Bild davon, wie solche Beziehungen in einer bestimmten Zeit, das muss man dazu sagen, spielt, glaube ich, in den 50er Jahren, wenn ich es mir richtig gemerkt habe, späte 50er, frühe 60er Jahre, in der Gesellschaft teilweise geduldet, aber trotz allem nicht richtig anerkannt war. Und deswegen ist es für mich einer der wichtigsten Filme, weil es zeigt, es muss nicht immer zum Problem gemacht werden, weil das ist etwas, was mich an vielen Filmen stört oder auch an Buchbearbeitungen zum Thema Homosexualität. Es wird immer wieder darauf verwiesen, dass es ja ein Problem ist und dass das ganz furchtbar ist und dass Outings schwierig sind und so. Und ich glaube, dass das alles so ist. Ich glaube aber nicht, dass es besser wird, indem wir das weiterhin als Problem thematisieren. Und genau das ist es, was Grüne Tomaten eben nicht macht, sondern es zeigt es einfach, es repräsentiert es, ohne es als Problem zu benennen oder darzustellen. Tim? Ich habe den französischen Film Ma vie en rose gewählt. Das ist die Geschichte des 7-jährigen Ludovic, der mit seinen Eltern in eine kleine Bilderbuchvorstadt von Paris zieht. Alles ist toll, tolles Haus, toller Job, wunderbare Nachbarn, alles ist neu. Ludo ist davon überzeugt, dass er eigentlich ein Mädchen ist, zieht sich immer wieder Mädchenkleider an, macht das auch öffentlich, geht an so an Birthday-Partys und so, und in seiner Fantasie lebt er mit seiner Fee, so eine Art Barbie-Gestalt in einer pastellfarbigen Version seines Dorfs, wo er sich selbst sein kann oder sie sich selbst sein kann. Und seine Eltern tun das zuerst so als kindliches Rollenspiel ab und das wird schon nicht so schlimm sein. Eigentlich sollte er schon rausgewachsen sein und so. Und als dann das Ganze eskaliert, nämlich als Ludo die Kleider der verstorbenen Tochter des Chefs seines Vaters anzieht und eine Hochzeit inszeniert mit dem Nachbarsjungen, bricht dann da die ganze Traumwelt eben zusammen und die Realität wird dann konfrontiert. Mit der Traumwelt. Und also Ma vie en rose ist ein wunderschöner Film, der spielt auf zwei Ebenen. Einerseits die kindliche Welt von Ludo mit seinen Träumen, mit seinen Wünschen und Fantasien, aber auch die Welt der Erwachsenen. Und der Film schafft es, die zwei Welten miteinander ringen zu lassen und den Zuschauern vor manchmal wirklich unlösbare Dilemmata zu stellen. Und das tut er ohne erhobenen Zeigefinger und in einem Ton, der gleichzeitig kindlich und verträumt ist, aber andererseits auch verzweifelt, zerrissen, realistisch. Und also er ist sowohl melancholisch als auch fröhlich. Und im Endeffekt ist es das Thema Transgender-Identität ist als ein urpersönliches Thema dargestellt, in dem Ludo so wie ein Blatt im Wind eigentlich durch die Mächte seiner Umwelt hin und her gerissen wird. Und es zeigt ein Schicksal, keine abstrakte politische Thematik. Und deswegen finde ich, das ist der beste LGBT-Film aller Zeiten. Fight! Ich möchte sofort zu Grüne Tomaten. Ja. Also es ist ein wundervoller Film, der auf einem tollen Buch beruht. Und das Problem bei dem Film, für mich jetzt, wo ich sage, also da muss man schon viel Fantasie haben oder das Buch gelesen haben, um das als LGBT-Film zu erkennen, weil in der Buchvorlage sind die ja eindeutig zusammen. In dem Film muss man da aber schon raten, finde ich. Und das ist halt mein Problem mit diesem Film, dass man die jetzt gar nicht so als Paar erkennt. Und da muss man natürlich jetzt, oh, finden sie gut oder so. Aber das versteckt der Film sehr stark, um halt beim Mainstream anzukommen, vernünftig. Und man hat das wirklich ganz klar ausgekürzt. Und deswegen finde ich das, obwohl es ein wundervoller Film ist, halt als LGBT-Film. Ich würde es unterstützen. Es ist ein heimlicher LGBT-Film vielleicht. Das ist kein zentrales Element der Geschichte. Und selbst wenn es ein LGBT-Film ist, warum ist es der beste LGBT-Film? Also eben genau deshalb, was ich schon sagte. Ich finde einfach dieses ständige Aufzeigen, Teil der LGBT-Gemeinschaft zu sein, als Problem finde ich schwierig, weil es nicht daran arbeitet, dieses Problem zu beheben. Aber es ist ja ein Problem.
Es ist mittlerweile wieder ein Problem. Es gibt Geschichten über Menschen, die Anfang des 20. Jahrhunderts ganz problemlos als Transgender-Personen gelebt haben und es war kein Problem. Es ist während der Nazizeit zu einem Problem gemacht worden. Und dadurch in unserer Gesellschaft hat es sich als solches auch etabliert. Also es gab natürlich auch andere Einflüsse in anderen Gegenden der Welt, aber es gab Zeiten, in denen es relativ unproblematisch war. Und ich finde es wichtig, dass man sowas, dass diese Figuren auch repräsentiert werden außerhalb von der Problematisierung ihrer LGBT-Identität. Ja, aber und das tut Grüne Tomaten. Und ich habe das Buch nie gelesen und habe trotzdem sofort erkannt, dass es, dass diese beiden ein Paar sind, diese beiden Frauen. Von daher finde ich es jetzt nicht so versteckt. Ich finde es einfach gut. Auf der anderen Seite finde ich habe auch mein Leben in Rosa-Rot sehr genossen, kann ich gar nicht sagen, weil es ist ein sehr eindringlicher Film. Ich finde ihn aber vor allem sehr schmerzhaft und an vielen Stellen echt wenig ermutigend. Wenn ich überlege, ich wäre ein Transgender-Kind und ich bekomme einen Film vorgesetzt, in dem die Erwachsenen permanent daran arbeiten, mir dieses Transgender-Sein auszutreiben, was ja in mein Leben in Rosa-Rot permanent passiert. Das würde mich derartig demotivieren, irgendwann ein Coming-out zu haben und verunsichern. Da bin ich, also es ist ein gut gemachter Film, ich finde ihn optisch wahnsinnig ansprechend. Ich fand aber tatsächlich ihn eher beängstigend. Das darf er auch durchaus sein. Ich glaube, es ist eben diese realistische Auseinandersetzung mit diesem Thema. Ich finde ihn aber trotzdem, er endet in einer hoffnungsvollen Note am Schluss. Also ohne den Schluss jetzt spoilern zu werden. Die ist zu klein, ja. Aber ich fand das zu klein am Ende tatsächlich. Ich fand ihn über große Strecken einfach viel zu entmutigend für dieses Kind und für Kinder oder Menschen, die diesen Film sehen und vielleicht selber irgendwie... ja, das sehe ich nicht so. Ich glaube, dass die... Ich finde, er trifft den Ton sehr genau auf dieser Doppelebenen. Struktur, dass er einerseits dieses fröhliche, fantasievolle, das nie verzweifelt aus Sicht des Kindes wirkt, aber auf der anderen Seite auch realistisch die Probleme der Eltern darstellt, die sich vor allem mit einem strukturellen Problem auseinandergesetzt fühlen. Aber diese Seifenblasen platzen ja immer in die Dovid. Genau, also und die sind ja nicht positiv, weil die Eltern auf einmal positiv sind, sondern weil die zufälligerweise eine vernünftige Umgebung umziehen sozusagen, aber die sind ja permanent, haben ja permanent Angst, das Kind macht uns hier, was weiß ich, alles kaputt und so weiter. Sie projizieren ja nicht die Probleme, Mensch, die anderen sind doof, sondern das Kind ist irgendwie nicht normal und schieben es dann ja auch sonst wohin. Also ist jetzt in der Tat problematisch. Ja, und es wird über zu große Teile des Films werden immer wieder diese Seifenblasen von Ludovic zum Platzen gebracht durch die Realität, durch sämtliche Erwachsenen. Und auf der anderen Seite ist es mir bei Pride zum Beispiel so gegangen, dass ich fand, das ist ein guter, witziger Film, eine tolle britische Komödie auch an vielen Stellen, aber genau das ist mein Problem damit. Ich finde, er setzt manchmal so sehr auf Pointen, dass die Ernsthaftigkeit des Themas durchaus verloren geht. Ja, ich finde auch, also ich finde Pride, so fröhlich, dass er auch ist. Aber er ist ja nicht nur fröhlich. Nein, ich sage nicht, dass er nur fröhlich ist, aber bedient sich erzählerischer Klischees, die ziemlich Cookie-Cutter sind. Also von der verlorene Sohn, der seine Mutter wiederfindet, der unsterbliche Held, der sich mit seiner Sterblichkeit konfrontiert sieht. Fish out of water, wo sie irgendwie in der Berg, in dieser Beinigkeit. Die konservativen Frauen, die Gay-Porn finden und sich einen ablachen. Also das war nicht die schlimmste Stelle eigentlich, dass die... furchtbar. Ja. Ja. Ja, gut. Also ich finde immer trotzdem, aber ich meine, das Leben ist natürlich jetzt einfach so, dass es immer solche Sachen gibt. Und ich finde trotzdem, trotz alledem, trotz dieser Ablehnung und so weiter, gehen die trotzdem positiv dahin. Die versuchen es ja immer weiter. Die rufen ja nicht an und sagen, ja gut, dann nehmen wir das Geld halt für irgendwas anderes oder so, machen uns einen schönen Tag. Sondern sie versuchen immer weiter da, sich zu engagieren. Sie machen was aktiv, sie fahren dahin und so weiter. Ich finde, dieser Film macht es dem Zuschauer zu leicht, die Problematiken, die die Gemeinden der Lesben und Schwulen haben oder der LGBT-Gemeinschaft generell, nicht ernst zu nehmen. Ja, ich finde auch, er ist leicht verdaulich, gefällig, gefällt der Schwiegermutter. Das ist ja, das ist doch gut, finde ich. Also ich finde, man muss ja nicht permanent wie jetzt hier irgendwie... Aber die echten Reibungspunkte sind da nicht abgeholt. Also das ist... Finde ich auch. Also es ist ein Ticken zu klamaukig, möchte ich fast sagen, um diesem Thema gerecht zu werden letzten Endes. Aber ich finde dann, das ist ja mal diese Fragestellung, wenn es jetzt nicht klamaukig wäre, sondern total wie ernst, dann wäre es wieder so ein depressiver Film, wo wir jetzt irgendwie... Es spricht nichts dagegen, das ab und zu ein bisschen aufzuzeichnen, aber ich finde, Pride macht das einfach an zu vielen Stellen. Er will an zu vielen Stellen auch gefällig sein für ein breites Publikum und macht ja, gut, deshalb Grüne zu Tomaten viele... macht das ja noch viel mehr. Also die haben ja die ganze Beziehung rausgeschnitten im Prinzip. Na, haben sie nicht, sie ist ja drin im Film. Und ja, aber man erkennt halt sie nicht.
Das finde ich nicht. Du möchtest also, gerne, dass man ja, sieht, also oder? Wenn man das weiß. Ja. Also ich habe ja den Film ohne Vorwissen geguckt, als ich ihn das erste Mal geguckt habe und gucke ihn seitdem immer wieder und ich habe erkannt, dass diese beiden Frauen eine Beziehung führen. Das heißt, es ist zu sehen, es ist aber nicht zu sehen als etwas Besonderes, was herausgestellt werden muss, sondern etwas, was Teil einer normalen Gesellschaft sein kann. Und das finde ich wichtig, dass so eine Repräsentation stattfindet, dass Menschen aus der LGBT-Gemeinde eine normale Repräsentation bekommen mit allen anderen Problemen, die sie haben können. Es ist nicht immer nur, dass sie nur dieses Problem haben, Transgender zu sein oder lesbisch oder schwul zu sein, sondern sie haben ja ganz normale tägliche Probleme, wie verdiene ich mein Geld, wie gehe ich mit meiner Familie um und sowas also. Ähnliches. Gut, ja, das sind nochmal ein paar andere Sachen. Ja. Und ich finde das einfach wichtig, dass das einfach in einen größeren gesellschaftlichen Kontext auch eingebunden wird und nicht immer nur ein Problem ist, sondern zeigt, es kann einfach was ganz Normales, ein ganz normaler Teil unserer Gesellschaft sein, dass es Frauenpaare gibt, dass es Männerpaare gibt, dass es Transgender-Personen gibt, dass es Non-Binary-Personen gibt. Es gibt genug andere Probleme, um die wir uns kümmern müssen. Und diese Menschen sind einfach Teil unserer Gesellschaft und ich möchte sie als solche repräsentiert sehen und nicht immer herausgehoben als jemand, der aufgrund dieser Tatsache, dass sie schwul oder lesbisch oder was auch immer sind, ein Problem haben. Weil es sollte keins sein und ich möchte es nicht immer so repräsentiert sehen, um es weiter zu festigen, dieses Bild, dass das es ein Problem ist. Das ist schon richtig, aber ich finde das sehr bemerkenswert, dass du es so erkannt hast, weil also der ist ja gar nicht darauf ausgelegt, dass man das so kennt. Ich fand also schon. Also weil einfach, es geht in allererster Linie generell um die Beziehung zwischen verschiedenen Frauen in diesem Film. Deswegen sage ich, es sind viele weibliche, starke Protagonistinnen drin, die in unterschiedlichen Beziehungen zueinander stehen. Und gerade dadurch, dass ich so viele weibliche Beziehungen habe zwischen den weiblichen Charakteren, kann ich sehr gut herauslesen, dass Ruth und Itchy eine Beziehung haben. Pling. Weil ich zum Glück habe ich nicht mal Hull & Drive genommen. Ja, schon wieder eine heiße Runde mit unterschiedlichen Herangehensweisen. Jule, die einen sehr kompletten Film hat, wie sie ihn auch selber nennt, weil sie sagt, es werden ganz verschiedene Charaktere dort abgebildet, es werden Probleme, die Menschen haben in der Gesellschaft, die LGBT sind, dargestellt und trotzdem ist es ein leichter, ein komischer, ein lustiger Film und er ist relevant aufgrund der wahren Begebenheit, auf der beruht. Bei Kathi ein Film, bei dem es vor allem wo es bei deiner Argumentation vor allem darum ging, zu zeigen, dass LGBT-Menschen einen Alltag haben, der dem von Nicht-LGBT-Menschen ähnlich sein kann und dass es trotzdem bestimmte Dinge gibt, die dort stattfinden. Also, dass es nicht ein On-Your-Nose-LGBT-Film ist, sondern ein realistisches Bild von den Beziehungen darstellt. Und bei Tim ein Film, der vor allem aus der Perspektive eines Kindes, dessen Probleme, beziehungsweise die Probleme, die die Gesellschaft und vor allem die Eltern ihm machen, diesem Kind aufgrund seines Transseins, zeigen und das ohne erhobenen Zeigefinger. So, ich finde das alles erstmal sehr, sehr relevante Diskussionen dafür, wenn wir über LGBT-Filme und darüber sprechen, was ist der beste LGBT-Film. Ich finde tatsächlich, von dem, was auch so als Gegenrede kam, dass Jule am besten klar machen konnte, dass ja, es gibt erzählerische Klischees, ja, es gibt irgendwie Typen, die es auch in anderen Filmen gibt und so weiter, aber dass der Film beides macht, also dass wir die LGBT-Figuren haben, die erstmal aktiv selber eintreten für das, was die Gesellschaft ihnen irgendwie als Problem vor die Füße wirft, also dass wir eine Problematisierung haben und gleichzeitig eine Normalisierung durch die Witzigkeit und so weiter und eben nicht die Problematisierung als sowas ganz Deprimierendes in dem Punkt darstellen. Und von daher hat mich tatsächlich die Argumentation für den komplettesten Film an der Stelle am meisten überzeugt. Und ich gebe den Punkt an Jule mit Pride. Ist ja auch ein toller Film. Also. Und meine Fanfare kommt. Ah, sie kam doch noch. Sehr gut. Darf ich natürlich hier das Umblättern nicht vergessen, haben wir die komfortable Situation eines Gleichstands. Alle KandidatInnen haben einen Punkt. Und wir kommen zur nächsten Frage. Mann, schneiden muss ich später. Round 4. Fight!
Und in der vierten Runde glaube ich, dass es eine Frage gibt, die vor allem Menschen, die hier im Publikum sitzen, vielleicht ein bisschen Spaß machen wird. Denn jetzt hatten wir Fragen, die was mit euren drei Podcasts irgendwie zu tun haben. Jetzt kommen wir zu einer Frage, die vielleicht mit euren Podcasts was zu tun haben. Also eure, die ihr hier im Publikum sitzt. Und zwar lautet meine vierte Frage an euch: Welcher der hier anwesenden Podcasts sollte verfilmt werden und wie würde das aussehen? Und Kathi darf beginnen. Ganz klar, die Geschichtenkapsel natürlich. Ich meine, der Name sagt es schon, da stecken Geschichten drin, die man verfilmen kann. Ich würde mir das vorstellen in Form eines Episodenfilmes, in dem man also in verschiedensten Erzähltönen verschiedenste Dinge erzählen kann, die zusammenfügen kann, gerne in Form einer Rahmenhandlung. Wir haben bewiesen, dass wir das können mit Rahmenhandlungen. Ich erinnere da an den Krieg der Poesie bei der Geschichtenkapsel. Es ist ja natürlich ein bisschen feige, einen Podcast zu nehmen, in dem ich selber drin bin, aber es steckt einfach voller guter Geschichten. Teilweise haben wir ja auch Episoden drin, die thematisch miteinander verwandt sind, die textlich miteinander verwandt sind. Wir haben die gleiche Idee in verschiedenen Variationen. Und all das könnte man in verschiedensten Formen, also man könnte ein ganzes Jahr voller Kinofilme über die Geschichtenkapsel machen im Prinzip. Da ist jede Menge Stoff drin, man kann das auch sehr schön sortieren in diverse, also wir hätten Sequels und Prequels ohne Ende bei der Geschichtenkapsel. Alles klar. Tim, wie sieht's bei dir aus? Ja, es war eine schwere Wahl. Also ich habe mich gerungen zwischen dem Roadmovie-Drama Der Brombeerfalter und der Weltallromanze Auf Distanz. Aber meine Wahl ist dann am Schluss trotzdem auf Mboblo, der Film, gefallen. Mboblo, wer das nicht kennt, ist ein Spin-off von Puerto Partida, in dem sich die Protagonisten, Protagonistinnen in einer Kneipe treffen und sich einfach unterhalten. Zentral sind zwei Charaktere, der Wirt Stefano und der Gast Udo. Das Ganze ist improvisiert. Es ist eine Situationskomödie, die auf Improvisation beruht. Und die ganze Staffel wird an einem Abend produziert, typischerweise. Und der Film folgt diesem Schema und treibt es dann auf die Spitze. Es ist ein Abend im Mboblo, scheinbar unzusammenhängende Geschichten, die durch Improvisation dieser Protagonistin geschehen. Die zeigen alltägliche, außergewöhnliche bis skurrile Szenen des Insellebens. Schreckhafte Ärzte treffen auf strenge Museumsdirektorinnen. Feuerwehrfrauen treffen auf künstliche Intelligenzen und jede Szene zeigt eine kleine, in sich abgeschlossene Episode, die schließlich zu einem großen Ganzen zusammenwächst. Und die Episoden sind also diese Szenen sind im Improv-Stil mit Leben gefüllt und insgesamt ist Mboblo dann ein Film über die Vielfalt und das Leben in einer Gemeinschaft, der zeigt, dass sich auch ohne große Dramaturgie sich eine wunderbare Geschichte erzählen lässt. Vielen Dank, Jule. Ja, ich habe mich für, jetzt muss ich nochmal gucken, Staatsfunk Balkonistan entschieden, weil ich fand das nicht ja auf der Hand, logischerweise. Ein Podcast, der das Wort Staatsfunk hat, das spricht mich an. Ich war ja mal auf Kuba im Urlaub und da stelle ich mir jemanden vor, der so herrschend über sich so ein bisschen in sich gekehrt hat, dieses Urban Gardening betreibt und noch viel mehr halt irgendwie erkennt, was er alles in seinem Haus, in seinem Balkon und so weiter machen kann. Und das hört sich jetzt ein bisschen abstrakt an, aber ich finde, da kann man total viel draus machen. Er kann Leute einladen, man zeigt halt, wie das alles wächst und wie dann vielleicht auch der Klimawandel kommt und alles verdorrt und er dann wieder versucht, alles wachsen zu lassen. Also so eine Mischung aus Umweltromanze, kapitalistischer Kritik und Urban Gardening und auch so ein bisschen, ja, ich stelle mir da so einen Charakterschauspieler vor, also Liam Neeson irgendwie. Also das wird großartig, denke ich. Gänsehaut. Wieder. Bitteschön. Also ich habe noch nicht ganz verstanden. Findet besonders. Das alles auf einem Balkon statt? Natürlich. Und das ist alles im Kopf von diesem, ja, von diesem Balkongärtner. Ja, der ist halt auf dem Balkon. Der hat halt nichts anderes. Das ist halt so ein Art-Movie. Ne? Also es ist jetzt nicht so eine Geschichtengeschichte. Das klingt aber ein bisschen wie Peter Lustigs Löwenzahn auf Kinofilmlänge. Und das hat schon mal nicht funktioniert. Auf Balkonniveau. Nee, also, deswegen haben wir auch einen Charakterschauspieler. Sonst hätte ich gesagt, Peter Lustig. Naja, nee, aber auch ein Charakter. I want my daughter back. My tomato. My tomato.
Ja, deswegen auch der Klimawandel, ne? Wie dann das, die Tomaten verdorren und er irgendwie ganz verzweifelt ist, weil er sich auch nicht raustraut aus seiner aus seinem Balkon. Ich glaube aber tatsächlich, sich vorgenommen hat, er muss sein Balkon als also sein Urban Gardening für sich nutzen, also ohne Urban Gardening kein Essen sozusagen. Ich würde sagen, wir lassen die Argumente mal so stehen. Mhm. Und sprechen wir mal über deinen aha, Film. Aha. Meine Filme, bitte. Deine Filme. Deine Filmreihe. Ja, eben, genau, da sind wir an dem Punkt. Da sind wir an dem Punkt, nämlich, du hast eigentlich eine Fernsehserie beschrieben. Und wenn du das versuchst, als Film, also als Episodenfilm aufzubauen, dann denke ich sofort an Creepshow. Also so ein Film, der irgendwie aus drei kleinen Stückchen besteht, die irgendwie so ganz bisschen zusammen gestückelt sind. Und ich stelle mir dann sowas vor, eher wie diese Variationen vom Vierten Prinzen zum Beispiel, die wir haben, ne? In verschiedenen Bearbeitungen, in verschiedenen Längen, in verschiedenen Umsetzungen des gleichen Themas zum Beispiel. Ich kann mir auch vorstellen, sowas wie die Science-Fiction-Serie, die wir gerade veröffentlichen, Sigma Jupiter 3. Ich hoffe, ich habe es in der richtigen Reihenfolge gesagt. Ich bin mir nicht, Jupiter, Sigma 3, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auch das ist was man zum Beispiel gut als Film, ich meine, durchaus umsetzen kann. Wie gesagt, das Material ist vielfältig. Auch da können wir sagen, wir arbeiten mit den gleichen Protagonisten. Ich könnte mir da zum Beispiel den Buddler sehr gut vorstellen, der ja auch in der Geschichtenkapsel schon viele Auftritte in verschiedenen Rollen hat, wie er sich quasi Kafkaesk von einem Käfer, einer Eintagsfliege wandelt hin zu einem halluzinierenden Anwalt. Aber da verstehe ich im Echtzeit dann immer noch nicht den Inhalt. Also ich meine, das sind ja schöne Geschichten so aneinander, aber ja, dieser ganze, also es muss doch so ein Thema haben. Wenn ich ins Kino gehe, dann sage ich ja nicht, das sind Geschichten und mal gucken, was kommt, sondern ich will kommunistische Kapitalismus, also sowas wie ich jetzt aha, habe, ne? Aha. Und ich meine, er hat jetzt so wie ja, heißt den Film das? Gibt es schon, der heißt Coffee and Cigarettes und ist von Jim Jarmusch. Ja, ich wollte gerade sagen, wie ist diese Serie, wo die immer irgendwie in dieser Bar und dieser Kneipe Blue waren? Blue in the Face meinst du, ja. Oder? Ist halt so ein bisschen leicht wahrscheinlich, ne? Aber bei dir wüsste ich jetzt gar nicht, was dann auf dem Plakat ist. Also dein Film muss mehrere Filme haben. Also ja, einzelner eben, Film kann da nicht stehen. Und das entspricht nicht der Frage. Ja, die einzelnen Filme können durchaus alleine stehen, weil sie verschiedene... Ja, welche Geschichte würdest du denn nehmen? Alle. Alle? Ja, einen Film? Aber ist doch das Problem, so, du hast doch gar kein echtes Thema, ja, sozusagen. Genau. Du hast er hat ja ein Thema, das ist halt so barmäßig, ne? Und ich. Ne, wir haben, das, wie gesagt, du wir hast haben, das überhaupt nicht richtig ja, verstanden. Ja, also wie ich. Es ist nicht, es ist so ein bisschen wie Ditsche, ne? So, ja, genau. Wie Ditsche. Halt als Film. Ich ja. meine, das hat auch was, aber halt und vielleicht auch, jetzt nicht so, was da, ich, wo ich rein möchte. Aber. Und auch da ist halt fraglich, ob man dann bei so einem Improvisationsfilm am Ende wirklich irgendwo hinkommt. Also es gab, ich weiß nicht mehr, über welchen Film, aber das schöne Zitat, ach doch, über Frankie und seine Spießgesellen. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, vom Rat Pack, vom legendären, mit Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr. und diversen anderen, die damals viel Filme gemacht haben. Und so klingt dann auch für mich irgendwie so, da haben sich ein paar Kumpels aus der Schauspielszene getroffen und ein bisschen improvisiert und darüber vergessen, dass sie einen Film machen. Mhm. Deswegen hat der Film unfassbar viele Längen und Doch Clarks ist ja ähnlich entstanden, oder? Das kann ich gerade nicht sagen, aber so ist es irgendwie, also im Boblo funktioniert in dieser Kürze sehr gut. Wenn du jetzt gesagt hast, du willst einen Kurzfilm draus machen, wäre ich vielleicht mitgegangen, aber als lange Kinofilm. Das könnte auch ein Kurzfilm sein. Du musst dich entscheiden. Ja. Ich habe nichts über die Länge gesagt. Du hast doch gesagt, das sind mehrere Leute, das heißt, du bist ganz nach einer Bar und da kommen irgendwie permanent Leute. Das sind vielleicht drei Szenen, die dann und am die Schluss musst du aber jedes Mal, die musst du ja auch jedes Mal genau. Für ein Kinopublikum musst du die neu einführen, du müsstest dir eigentlich vorstellen. Das nee, funktioniert nicht, das wenn du nicht weißt, wer die sind. Das weißt du ja nicht. Als Kinozuschauer, du hast ja vielleicht dann doch nicht alle Folgen im Boblo gehört. Du hast vielleicht, was ein Sakrileg wäre, nicht alle Folgen Puerto Partida gehört. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ihr geht das Pitchen bei irgendwelchen Hollywood-Leuten oder sagst du im Grunde, ich habe einen Film, der geht über andere Filme und da passiert dann irgendwas Tolles. Bei dir höre ich, da passiert irgendwas auf meinem Kopf. Also ich weiß nicht, ich weiß, dass wir nicht zuhören. Aber es ist eine... Umwelt, sozialkritische, kapitalistisch-kritische. Balkon-Komödie. Ja, es gibt keine Komödie, das ist mehr so eine. Die Dramaturgie ist halt, deswegen habe ich dort auch einen Charakterdarsteller. Es geht um den Klimawandel. Den kannst du aber nicht bezahlen bei so einem. Ich möchte wissen, wer die Tomate spielt. Ich habe nur grüne Tomaten. Und die verdorren wegen dem Klimawandel. Ich habe das ein paar Mal schon erwähnt. Ne? Ich möchte. Habe ich hier sogar schon unterstrichen. Das
das ist sehr aktuell. Also ich meine, so ein Barfilm, wenn wir dann irgendwie die Klimakatastrophe haben, wer will so ein Barfilm gucken? Das zeigt die Menschlichkeit. Das sind die letzten Orte, wo du noch was zu trinken findest. In Flaschen abgefüllt. Nein, denn... Okay, ungefähr so lustig habe ich mir die Runde vorgestellt. Danke, Becky. Ja, eine sehr schöne Frage. Ich mache mal Pling. Das ist, glaube ich, die erste Runde, die ich ziemlich eindeutig finde. Nicht, weil mich nicht alles begeistert hat, was ihr geschildert habt, sondern weil ich finde, dass wir nur einen wirklichen Film hatten. Bei Kati hatten wir ja die Kritik mit der Fernsehserie und ich bin sehr dankbar, dass Tim diese Kritik brachte, da wir dadurch das Wort Serie in diesem Podcast das erste Mal in der schweizerischen Aussprache drin haben. Ja, also das finde ich war, habt ihr auch stark beide dann rübergebracht, dass es viel Stoff gibt, der aber nicht einen Film als Verfilmung so richtig sich rauskristallisieren konnte. Und beim Staatsfunk bei Konistan, also ja, Klimawandel. Klimawandel. Und Kapitalismuskritik, ich habe es gehört. Aber, und ich stelle mir auch wunderschön vor, Liam Neeson die ganze Zeit auf diesem Balkon sitzen zu sehen, wie er seine Tomaten anguckt. Aber ich weiß jetzt auch nicht so richtig, ob da ein anderthalbstündiger Spielfilm bei rauskommt, für den Menschen ins Kino gehen. Wohingegen ich mir einen Film in einer Kneipe, wo wir einen charismatischen Wirt und einen Gast erleben, um die herum ganz viele Geschichten sich abspielen, die aber trotzdem im Kern alle was miteinander zu tun haben, die auch was mit dem Leben in dieser Gemeinschaft zu tun haben. Das hat mich einfach überzeugt und allerspätestens hattest du mich bei der Zusammenkunft der Feuerwehrfrau mit der künstlichen Intelligenz. Ich möchte es sehen, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja, diesen Punkt bekommt von... Oh, falsch. Schon wieder falsch. Das gibt's doch nicht. Mann! So. Das war die Fanfare für Tim und M.O. Blo. Oh Gott, nein, ich bin zu früh, das gibt's doch. Ich schneide hinterher. So, da ist der Punkt für Tim. Es steht 2 Punkte für Tim und 1 Punkt für Kati und Jule. Und wir kommen zur 5. und letzten Runde, bevor wir zum Blitz fragen. Round 5. Fight. Und wir sind ja hier auf einem Festival. Entschuldigung, ist nicht mein Laptop. Wir sind ja hier auf einem Festival. Manche von uns schlafen in diesem Haus, aber andere schlafen in Campingwagen ähnlichen Gefährten, andere schlafen in Zelten. Und deshalb ist meine letzte Frage für heute, die letzte Frage von den Hauptfragen, welches ist der beste Film, in dem Camping eine Rolle spielt? Und Tim darf beginnen. Also, ich habe mich für Brokeback Mountain entschieden. Es ist die Geschichte von 2 Männern, Jack und Ennis, die in den 60er Jahren in Wyoming einen Sommer in den Bergen verbringen, um dort Schafe zu hüten. Und zwischen ihnen entsteht eine Liebesbeziehung, die sich dann in den nächsten 20 Jahren zu weiteren Campingtricks führt, bis die beiden dann Frauen heiraten und Kinder haben und die wiederholten Versuche von Jack, Ennis zu einem gemeinsamen Leben zu überreden, scheitern, bis Jack schließlich ums Leben kommt und Ennis sich vor dem Scherbenhaufen seines eigenen Lebens gegenüber steht. Es ist eine sehr ruhige, sehr melancholische Liebesgeschichte, die wie keine andere die Einsamkeit von frustrierter, unterdrückter Leidenschaft zeigt. Und die schauspielerische Leistung der 2 Hauptdarsteller ist einfach nur bemerkenswert. Heath Ledger als lakonischer Cowboy, der keinerlei Freiheitsgrade hat, irgendwie Gefühle auszudrücken und das auf eine unglaubliche Weise tut. Und Jake Gyllenhaal ist Jack, der ist irgendwie zerrissen von seinen Träumen und von einem gemeinsamen Leben und die Frustration. Schnitt, Ton, Musik, alles perfekte Harmonie. Es ist eine wunderschöne, urtraurige Liebesgeschichte, die ihrem herausragenden Ruf, der also auch zu Oscars geführt hat, wirklich gerecht wird. Und das Zelt in den Bergen als Symbol für die verlorene Chance auf Liebe macht diesen Film zu einem besten Film, in dem Camping eine entscheidende Rolle spielt. Jule. Jetzt muss ich mich sammeln. ja, ich habe mich für logischerweise Harry Potter und die Heiligtümer des Todes, dem ersten Teil, entschieden. Das ist das 7. Band der Harry Potter Bücher und der erste Teil der Verfilmung sozusagen. Und in dem ersten Teil des 7. Bandes geht es hauptsächlich darum, dass Harry, Ron und Hermine die Horcruxe suchen müssen.
um Lord Voldemort zu zerstören. Lord Voldemort mittlerweile wieder an der Macht sozusagen mit seinen Schergen, und sie können jetzt auch nicht mehr zu Hause bleiben oder in der Schule, sondern sie ziehen umher und übernachten immer in ihrem Zelt. Das Zelt sieht irgendwie so von außen ganz unscheinbar aus, aber innen ist es super toll. Das ist schon mal der erste Grund, weswegen das ein super Campingfilm ist. Ich meine, wer möchte das nicht haben? Und zum anderen ist es so, dass das aus meiner Sicht halt ganz stark irgendwie im Gegensatz zu anderen Filmen zeigt, dass sie dieses Zelt brauchen und dass das immer wieder so ein Zufluchtsort ist, aber das auch gleichzeitig sie einengt sozusagen. Also sie haben ja dann auch immer Streit da drinne, und es ist ja im Prinzip so ein großer Camping-Wanderausflug. Sie müssen ja auch immer weiter und dann das aufbauen. Und also ich finde, dass kaum einer zeigt das deutlicher als der Harry Potter-Film. Mhm. Ich habe mich für Trollhunter entschieden, einen skandinavischen Film, in dem es hauptsächlich um eine Gruppe junger Filmstudenten geht, die einen Mann begegnen, von dem sie herausfinden, dass er Trolljäger ist in Schweden, in den Wäldern. Es glaubt natürlich erstmal keiner von denen an Trolle, Märchengestalten etc. pp. Sie müssen feststellen, dass dieser Mann nicht ohne Grund tatsächlich ein Regierungsbeamter ist und von der auch gedeckt wird mit dem, was er so tut. Also Trollspuren werden beseitigt etc. pp. Und obwohl Schweden mittlerweile so weit ist, dass sie die Trolle in der Regel in abgezirkelten Zonen haben, passiert es doch immer wieder, dass die ausbrechen aus irgendwelchen Gründen. Und dieser Trolljäger, ein Waldschrat, wie man ihn sich vorstellt, mehr oder weniger bärtig und ein bisschen ungesellig und überhaupt, ist quasi ständig auf Achse, guckt, dass diese Regionen von den Trollen nicht verlassen werden, wenn welche das tun, wie die sich verhalten, ob man die wieder zurückkriegt oder ob man sie erlegen muss. Zu diesem Zweck ist es natürlich unerlässlich, dass er quasi mobil nächtigt, teilweise in seinem Auto, teilweise eben auch per Camping oder auch Notunterkünfte wie Höhlen, die sie im Wald finden oder ähnliches. Diese Filmgruppe schließt sich an. Und sie reisen dann eben eine Zeit lang durch diese trollbewohnten Gebiete oder auch in andere, also von einem trollbewohnten Gebiet zu einem anderen, sind die ganze Zeit unterwegs. Gelegentlich haben sie irgendwie sowas Motelartiges, wo sie übernachten können, aber oft sind sie eben wirklich einfach mit Zelt, Schlafsack etc. unterwegs. Und das zeigt eben so diesen Vorteil des Camping, zum einen, dass man eben mobil ist, was ich sehr schön finde, was das Ganze auch wichtig macht, wenn man nicht irgendwie diese Möglichkeit hätte, mobil zu übernachten, auch in abgeschiedenen Gegenden, wo sonst nur Trolle hausen. Dann könnte man da quasi gar nicht arbeiten. Und was ich sehr schön finde, in diesem Film kommt eben auch das, was eigentlich bei diesem Camping hier, und das ich dachte, wichtig ist, das Gesellige mit zum Tragen, weil Camping, finde ich, ist nicht unbedingt immer dieses einsame, abgeschiedene irgendwo, sondern es ist ja häufig was sehr Geselliges auf Zeltplätzen mit mehreren anderen, die man entweder vorher schon kennt oder am Ende besser kennt, als man wollte. Anspielung aufs Potstock oder? Nein, ich erkenne euch alle an eurem Schnarchen, das ist klar, ne? Und deshalb ist Trollhunter für mich einer der Filme, der am besten zeigt, welche Möglichkeiten Camping bietet, und ohnehin ein sehr großartiger Film. Guckt euch den an. Der ist total unbekannt leider. Dann bitte. Zu Recht. Also ich muss sagen, nichts verkörpert das Gefühl von Camping so sehr wie das Gefühl von Trollen oder von Death Eaters verfolgt zu werden. Ja, also Trolle, die neben dir schnarchen, hör mal das. Also, hallo? Aber, du hast das doch schon gesagt, das ist, Brokeback Mountain ist ja im Prinzip so eine Liebesgeschichte, und zwischendurch sind die mal so ganz kurz im Zelt irgendwie zusammen. Das also, ist dann auch noch ganz schöne Strecken sind die im Zelt, und zwar immer wieder, über 20 Jahre. Über 20 Jahre. Sie haben ja keine andere Möglichkeit. Sie wären, glaube ich, noch viel lieber und länger im Zelt. Sie würden aber auch eine Hütte nehmen oder irgendwas. Ja, also da ist das Zelt genau. Ja eher eine Ausrede, nein, um abgeschieden können zu sie nicht, weil genau ihr Schafshüt-Trip eben diese Mobilität voraussetzt. Es ist eher ein Zeichen, also generell ist diese ganze Szenerie eher wirklich eine Ausrede, um Abgeschiedenheit für die beiden zu finden und ihnen eine Möglichkeit für ihre Liebesgeschichte zu nehmen. Ich finde, da ist der Aspekt des Campings an sich genau eher im Hintergrund. Ja, ich glaube, also was Brokeback Mountain auch so unglaublich macht, ist, dass so ein typisch männliches Macho-Thema wie Camping gegen die Wildnis, alleine fischen gehen und so weiter. Das können auch Frauen machen, finde ich. Ja, klar, sag ich. Das entmystifiziert das und zeigt, dass es auch ein unglaublich gefühlvolles, zärtliches Thema sein kann, in dem Harmonie und Nähe entstehen kann. Und es hast du den Film gesehen? Natürlich. Harmonie und Nähe? Ja, in diesem. Ja?
bin mir da auch noch nicht ganz sicher. Es ist so landschaftlich, ist das ein wunderschöner Film und so weiter. Es ist auch wirklich ein guter Film, aber es ist natürlich jetzt, ich kriege da mal so Depressionen von und irgendwie, also haben wir. Wobei ich auf der anderen Seite auch sagen muss, also jetzt Harry Potter, dieses Zelt, du hast es angesprochen, dieses Luxuszelt, aber das ist ja schon gar kein Zelten mehr letzten Endes. Das ist ja wirklich irgendwie diese amerikanischen Häuser, die man einmal auf den Truck lädt und dann zieht man mit denen um, wenn man umziehen will, weil das ist komplett ausgerüstet. Das ist, ist halt verzaubert. Aber auch eine Höhle sein. Es könnte eine Höhle sein. In alten Märchen, russischen, gibt es manchmal so ein kleiner Würfel, auf den man draufkommt mit dem Zauberstab und dann steht ein Palast an dieser Stelle. Sowas könnte das auch sein. Es ist halt nicht im eigentlichen, ursprünglichen Sinne ein Campingzelt. Aber es ist ja von außen ein richtig kleines Zelt. Es sind halt verzauberte Äußerlichkeiten. Gucken wir uns doch mal die Frage an. Es geht um den besten Film, in dem Camping eine wichtige Rolle spielt. Es geht nicht darum, welcher Film verkörpert das Camping am besten. Ja, Trollhunter ist sowieso der beste Film. Wir haben Trolle. Er spielt in Schweden, wir haben Trolle, wir haben einen... Spielt er nicht in Norwegen? Wirklich, wie viele Oscars hat er bekommen? Skandinavien, ich bin da immer so... Ich wollte wir sind uns ja wohl einig, dass Oscars nicht das einzige Kriterium für einen guten Film ist. Also insgesamt die Filmpreise vielleicht schon, oder? Das liegt aber ganz ehrlich daran, dass die meisten Fantasy-Filme ja nicht irgendwie in irgendwelche Jurys reingenommen werden. Sachen wie Herr der Ringe, einfach wegen der großen Marktmacht mal ausgenommen, sträuben sich Jurys ja generell dagegen, Fantasy-Filme mit irgendwas aus, das ist das gleiche wie in der Literatur. Das ist jetzt für mich kein Kriterium. Es ist ein toller Film über schwedische Trollkultur oder skandinavische Trollkultur. Es ist ein tolles, ich komme mit den skandinavischen Ländern immer durcheinander, das ist alles eins, dieser Tiger da oben über Europa, das, ich muss mir das nicht merken können, ich war da noch nie, aber es bringt diese Folklore dieses Landes zum Vorschein, es bringt die Charaktereigenschaften dieser Leute toll zum Vorschein, es bringt die Zerrissenheit zwischen Moderne, Vergangenheit, Volksglauben sehr schön zum Vorschein. Es ist ein Aushängeschild für Norwegen, nicht wahr? Ich finde, das ist so ein Film wie Barbie Pole Project, nur halt irgendwie ein bisschen heller sozusagen und ohne, dass die schreien. Ohne, dass man kamerasick wird, ne? Ja, so. Aber also wenn ich jetzt mein Smartphone nehme und dann wäre der ähnliche Film. Es ist viel großartiger, weil einfach Barbie Project mit sehr billigen Effekten gearbeitet hat, während Trollhunter sehr gut stimmungsvoll aufbaut, wie diese Leute, die jung sind und eben an Trolle gar nicht mehr glauben, langsam von diesem Glauben abfallen müssen, weil die Spuren sich verdichten, weil am Anfang die Beweise noch nicht so groß sind oder es immer mehr wird. Es baut sich einfach fantastisch auf. Wir haben diesen großartigen Charakter dieses alten Trolljägers, der einfach eine fantastische Figur ist, der trocken ist, der witzig ist, der sich auf diese Leute einlässt, der durchaus mit diesem neumodischen Schnickschnack auf Kriegsfuß steht, aber sich dennoch drauf einlassen kann. Ja, der schauspielerischen Leitung. Großartigen Film, dann müssen wir automatisch zu Harry Potter zurückkommen. Ich meine, das sind nicht nur großartige Filme. Ein Film, der es populär gemacht hat, dass man ihn in zwei Teile teilt, weil er so konfus ist. Ja, weil er so toll ist. Weil er so konfus dass wir, ist. Dass wir diesen Camping, also diesen Es gibt großartige Harry Potter Filme, aber die findest du bei den Nummern 1 bis 3. Die ist so kraus wie die Haare von Helena Bonham Carter, diese Geschichte. Ja. Also, wie sie dazu ich muss da mal kurz dazwischen gehen, auch weil wir nicht mehr so viel Zeit haben. Ich finde, es sind tatsächlich drei hervorragende Campingfilme, die ihr ausgewählt habt, die ich auch so ein bisschen bei alle mit auf der Liste hatte, als ich die Frage gestellt habe. Und ich finde, zwei von euch haben zu ihren sehr eindrücklichen Schilderungen, warum es ein toller Campingfilm ist, sehr starke Gegenworte gekriegt. Einmal die Tatsache bei Harry Potter 7.1, dass das Gefühl im Zelt eigentlich auch in einem Haus sein könnte, weil von außen es ein Zelt ist, aber was sie dann darin für ein Leben führen, eigentlich gar nicht mehr so richtig ein Campingleben ist. Und ich finde, das konntest du auch nicht so richtig entschärfen, diese Gegenrede. Und die zweite Gegenrede, die mich sehr überzeugt hat, ist die gegen Brokeback Mountain dahingehend, dass wir tatsächlich sie ja nur sehr kurz in diesem Zelt sehen. Das haben die beiden eindrücklich gegen Tim so vorgebracht. Und dass es tatsächlich das Zelt ja mehr für die dafür steht, dass sie in der Abgeschiedenheit allein sind, weg von der Gesellschaft. Aber dass es gar nicht um ein Campinggefühl geht, was mir Kathi in ihrem Pitch mit dem Mobilsein, wie gesellig es ist, wie man auf Zeltplätzen miteinander in Kontakt kommt, stimmungsvoll rübergebracht hat. Und deshalb geht der Punkt für mich an Kathi.
Nein! Muss ich den doch schauen? Der ist großartig, guck dir den an, der ist wirklich schön. Nee, du musst ja nur sehr gucken, der ist toll, der ist einfach herrlich. Und damit du wirst diesen Trollhunter lieben. Leute? Entschuldigung, ja. Damit haben wir 2 Punkte für Kathi, 2 Punkte für Tim und 1 Punkt für Jule. Jule, du bleibst aber an meiner Seite und darfst mich unterstützen jetzt beim Finale. genau, das Finale ist nämlich das folgende. Blitzfragerunde. Genau, die Blitzfragerunde ist jetzt das, worauf sich Tim und Kathi nicht vorbereiten konnten. Ich stelle gleich spontane Fragen, die sie noch nicht kennen, und sie dürfen spontan darauf eine Antwort geben. Wer zuerst antwortet, darf danach als erstes argumentieren, der andere als zweites. Ihr habt einmal 20 Sekunden jederzeit und dann nochmal einmal 10 Sekunden. Und danach vergebe ich einen Punkt dafür. Wir haben maximal 5 von diesen Blitzfragen. Und genau, und Jule, du unterstützt mich ein bisschen hier mit dem Zeitstoppen, sagst also dann laut Pling, wenn 20 Sekunden um sind. Die Zeit läuft immer erst dann, wenn sie anfangen zu reden, nicht wenn ihnen die Antwort einfällt. So, und die erste Blitzfrage, die ich stellen möchte, ist, wir hatten den besten Waldfilm. Meine Frage ist jetzt, welches ist in einem Film das beste Waldtier, das wir kennengelernt haben? Das beste Waldtier in einem Film. Also ich glaube, ich würde sagen, ein Waldgott in Prinzessin Mononoke. Mhm. Das ist ein Noch kein Argument. Entschuldigung. Kathi? ich bin gerade ein bisschen leer im Kopf. Mir fällt nur Bambi. Okay, dann nehmen wir Bambi. Das sind 2 Waldtiere, die wir hier vorgeführt haben. Tim, sobald du beginnst, starten deine 20 Sekunden. Der Waldgott in Prinzessin Mononoke ist ein mystischer Elch, der eigentlich den Wald verkörpert und eben all diese Argumente, die ich vorhin vorgebracht habe, warum Prinzessin Mononoke so ein toller Film ist, verkörpert. Und er hat heilende Kräfte, er ist mehr als nur ein Tier und trotzdem ein Tier mit sehr viel Würde und Ausstrahlung, Charisma. Stopp! So. Kathi? Bambi ist ein realistisches Tier immerhin, ohne diese, wie wir vorhin schon gegenargumentiert hatten, mystifizierte Überhöhung. Und wenn du schon sagst, es ist eigentlich ein Waldgott und gar kein eigentliches Waldtier, bist du für mich am Thema vorbei irgendwie. So, hätte ich gesagt, nee, ist irgendwie Thema leicht verfehlt, selbst wenn er in Gestalt eines Tieres auftritt, aber er ist letzten Endes ein Gott. Stopp. Tim? Ja, sprechendes Reh ist genauso realistisch. Ich würde jetzt. Waren das schon deine 10 Sekunden? Du hast noch. Ja. Stopp. Das ist schlimm, gegen Bambi argumentieren zu müssen. Okay, Kathi, du hast noch mal 10 Sekunden. Ich finde, immerhin spricht dieses Reh ja nicht mit Menschen oder irgendwas, sondern bleibt immerhin in der gleichen Gesellschaft sozusagen unter Tieren. Und da glaube ich, ist eine Verständigung durchaus möglich, die quasi durch den. Hast du ein Gefühl, wem du den Punkt geben würdest, Jule? Ja, ganz Sag klar. Mal. Sag mal. Also ich meine, erstens, sie hat recht, der Waldgott ist kein Tier und zweitens ist auch ein bisschen, er hatte das ja vorhin schon. Ja, das darf man, da gibt es keine Regel, dass man das nicht darf. Aber dürfte. Der Waldgott ist kein Tier und Bambi ist Bambi. Argument gegen Bambi gesagt. Oh. Tatsächlich ist aber Bambi ist Bambi kein Argument, was Kathi in der Runde gesagt hat. Also wir dürfen uns ja nur auf die Argumente beziehen. Dazu muss man sagen, so richtig, sie hat jetzt nicht so richtig für Bambi gesprochen, aber das wäre jetzt nachteilig für sie. Ich würde sagen, in der ersten Runde war ich ziemlich klar bei Tim, der das nochmal sehr deutlich gemacht hat, für was dieser Elch da eigentlich alles steht. Aber in Tims zweiter Runde kam ja eigentlich nichts mehr so richtig. Und da hat Kathi es doch geschafft, immerhin nochmal gegen Tims Pitch zu argumentieren. Und es ist trotzdem so, dass wir auch was für Bambi gehört haben, auch wenn man da sicher noch ein bisschen mehr hätte sagen können. Deshalb geht der erste Punkt der Blitzfragen an Kathi. Wohlvertrieben. Und wir machen gleich weiter mit der zweiten Frage. Mit welchem Filmcharakter wäre ein Festivalbesuch das größte Vergnügen? Hättest du noch Waldtiere im Kopf gehabt?
Nee. Nicht den Fuchs aus Robin Hood? Ja, um ehrlich zu sein, hätte ich dann den Fuchs von Robin Hood genannt. Ich wollte schon so zeigen, Robin Hood. Mhm. Deadpool. Mhm. Tim campt mit Deadpool und Kati. Pippi Langstrumpf. Alles klar. Tim beginnt, wenn er möchte. Deadpool ist so ein schriller Charakter, hat ständig irgendwelche völlig verrückten Ideen im Kopf und der macht ein Festival, potenziert ein Festival zu einem Festival, der alle Festivals schlägt und seine Gegner natürlich auch. Er ist wahrscheinlich sehr trinkfest. Kati? Pippi Langstrumpf ist eine großartige, tolle Freundin, die lauter verrückte Ideen im Kopf hat, mit der man viele Dinge ausprobieren kann, die einen auch beschützen kann im Zweifelsfall, wenn die mal ein bisschen gefährlich werden. Sie bringt niemanden um auf einem Festival. Dafür kann man garantieren, es gibt auf Festivals auch wenig Gegner, muss man sagen, die jetzt des Umbringens würdig wären. Sie ist witzig, sie ist unterhaltsam, sie hat selten schlechte Laune und sie macht eigentlich das ganze Leben immer besser. Stopp. Tim? Ich glaube nicht. Pippi Langstrumpf uns gegen Deadpool beschützen könnte. ja, Stopp. Kati? Ich finde das Argument, dass Pippi Langstrumpf eigentlich gegen Deadpool beschützen könnte, ein bisschen fadenscheinig, weil er ihn dann ja erst in Gefahr bringt. Ich glaube, es würde ein friedlicheres, schöneres, bunteres Festival werden, da sie auch auf verrückte Ideen kommt, die es besser Stopp. Machen. Mhm. Also ihr müsst, ich glaube, ihr müsst noch ein bisschen weniger lachen, um euren Pitches auf die 20 Sekunden auszunutzen, auch wenn ihr natürlich sehr lustige Antworten hattet. Interessant ist, dass ich mir bei beiden als erstes verrückte Ideen aufgeschrieben habe. Also ihr habt bei sehr unterschiedlichen Charakteren auch sehr ähnlich argumentiert in der Art und Weise. Und tatsächlich, also ich weiß nicht, ob es für alle so rübergekommen ist, aber für mich ist Deadpool vorne, auch wenn vielleicht Leute sterben könnten, weil eigentlich war Katis einziges Argument, was wirklich mit dem Festival zu tun hatte, was nicht auch jede andere Freizeitbeschäftigung hätte sein können, dass Pippi dort vor Gefahren beschützen könnte und es stimmt, vor Deadpool könnte sie nicht beschützen, weil Deadpool ist halt so der also das glaube ich. Wenn er Deadpool nicht mitbringt, dann muss man gar nicht bei ihm beschützen. Bei Deadpool hatten wir halt Argumente, die tatsächlich was mit Festivals zu tun hatten. Also ein Festival durch die Verrücktheit zu einem potenzierten Festival zu machen, Trinkfestigkeit. Aber Pippi Langstrumpf genau. War doch lustig und nett und so. Ja, aber lustig und nett ist jetzt für mich noch nichts, was mit einem Festival in Verbindung. Da könnte ich ja auch mit ihr auf einer Couch sitzen. Weißt du, mir fehlte der Festivalbezug ein bisschen im Pitch. Deshalb würde ich diesen Punkt an Tim geben. Ich werde kein Festival mehr besuchen, zu dem du kommst. Vielleicht hast du Deadpool dabei. Das war's uns, der Potsdam. Und die nächste Blitz. Also wir haben, es steht 3-3. Und ich frage euch als nächstes. Wir haben hier auf dem Festival auf dem Potstock ein ganz hervorragendes Küchenteam. Das Team Verpflegung, was uns hier sehr gut bekocht. Und deshalb wäre meine Blitzfrage, welches Nahrungsmittel oder welche Speise aus einem Film wollt ihr unbedingt mal nachkochen? Irgendwas, was es mal zu essen gab in einem Film, den ihr gesehen habt. Die Terrine Susserine aus dem Zwergnase. Den pangalaktischen Donnergurgler. Okay, Kati beginnt, wenn sie beginnen möchte. Es ist etwas, das sicher sehr gut schmeckt. Ich finde Terrinenpasteten ohnehin sehr lecker. Und außerdem, wenn man das einer großen Runde von Menschen gibt und die alle niesen müssen davon, weil sie ja korrekt zubereitet wurde, ist das sicher auch echt witzig bei Tisch einfach, weil es so diese ganzen steifen Tischsitten einfach mal so ein bisschen aufhebt und so, wenn man sagt, okay, immer sitzen alle da und essen fein mit Messer und Gabel und sowas. Und wenn sie dann alle anfangen Stopp. Von... Der pangalaktische Donnergurgel ist der beste Drink, den es im Universum gibt. Und auch wenn es vielleicht schwierig ist, das Rezept rauszufinden, müssen wir uns zumindest anstreben, den auf einem Festival, in dem es auch um das Trinken geht und das Ausprobieren von neuen Getränken, wie zum Beispiel Goldbrand, dass man dort diesen Drink versucht, so nah wie möglich asymptotisch...
ja, wird der gekocht, wäre meine erste Frage, weil es ging um Gerichte, die man nachkochen kann. Da bin ich mir jetzt bei einem Drink nicht sicher. Auch generell würde ich Getränke nur bedingt unter Gerichte zählen. Das ist tendenziell eher was Handfestes, von dem man satt wird, um später... Ich würde den Begriff eines Gerichtes sehr viel weiter fassen als nur dieses, ja, so im Kochtopf rumrühren, sondern es geht ja immer darum, verschiedene Ingredienzien zusammenzumischen. Und darum würde ich den Drink... das fand ich schwierig diesmal. ich fand, beide hatten gute Argumente. Was sagst du, Jule? Hast du eine Tendenz? Ich weiß gar nicht, was das beides ist. Ich hatte das auch nicht. Zwergnase, es ist so eine diese Terrine, die er kochen soll, ja, genau. Der alle niesen. Also er hat Goldbrand gesagt. Das ist unfair. Also für alle Zuhörenden, die noch nie auf dem Potsdam waren, das ist hier so ein bisschen ein Kultgetränk, muss man dazu sagen. Deshalb könnte man sagen, den Relevanzpunkt für diesen Ort bekommt Tim, weil ich tatsächlich finde, beide hatten gute Argumente. Also bei dir etwas, was lecker ist und die Leute zusammenbringt. Bei dir die Tatsache, dass das etwas ist, was bis jetzt tatsächlich noch nicht nachgekocht wurde, weil niemand dieses Rezept kennt und dass es deshalb etwas ist, was wir so anstreben wollen. Also ich finde, ihr wart wirklich ziemlich auf einem Level. ja, also natürlich könnte man argumentieren, dass es kein Gericht ist, aber ich habe ja Nahrungsmittel, Speise und so weiter gefragt. Ich finde, da kann man ein Getränk durchaus drunter zählen. Und deshalb würde ich, weil ihr eigentlich gleich auf wart, aber Tim den relevanten Punkt fürs Festival hier diesen Punkt an Tim vergeben. Und damit sind wir bei der vierten Blitzfrage, die schon eine Matchball-Frage ist. Das heißt, wenn Tim die jetzt gewinnt, hättest du die ganze Sendung gewonnen. Und die Frage, die ich jetzt stelle, lautet, was ist die beste Rolle von Heath Ledger? Der Joker aus dem zweiten Batman-Film. Mhm. Ich kann mich spontan nur an drei Filme mit ihm erinnern. Das ist doch schon gut. Ich weiß nicht, den einen hat er gerade genannt. Dann bleiben noch zwei. Super. 10 Dinge, die ich an dir hasse. Alles klar. Tim, du beginnst, wenn du möchtest. Der Joker in Batman ist eine sehr schillernde Figur, die für das absolute Chaos, das böse Chaos steht. Und Heath Ledger verkörpert dieses chaotische Prinzip wie kein anderer. Es ist der beste Joker-Darsteller und eine von Heath Ledgers einfach grandiosesten Rollen, die mir immer noch den Schauer durch die Knochen treibt. Ich finde, in 10 Dinge, die ich an dir hasse, schafft er es auf tolle Art, neben der Hauptdarstellerin zu bestehen, ohne sie an die Wand zu spielen oder wegzudrängen. Er verkörpert die Rolle dieses Teenager sehr gut, der scheinbar eher ein Bad Boy ist und so ein bisschen mit seiner Persönlichkeit hinterm Berg hält und gleichzeitig aber eben was durchblitzen lässt von dem, wer er vielleicht eigentlich ist, bis es dann am Ende zu einem großen Reveal kommt. Ich glaube, dass die Rolle des Jokers wirklich die ist, für die Heath Ledger am meisten auch erinnert wird. Und indem man ihn vielleicht auch gar nicht so stark wiedererkennt, wie zum Beispiel in 10 Things I Hate About You. Stopp. Ja, ich glaube aber, dass da tatsächlich einfach viel Unterstützendes vom Film kommt. Und er hat sehr gut gespielt, finde aber in 10 Dinge, die ich an der hasse, kommt er selber als Schauspieler ohne unterstützende Mittel besser zum Tragen. Stopp. Zwei gute Rollen von ihm, wie ich finde. Also wären auch bei mir in der engeren Wahl gewesen, wenn ich jemanden hätte auswählen können. Interessant, dass niemand Brokeback Mountain gewählt hat, was wir heute schon in der Sendung hatten. Aber auch gut, so hatten wir nochmal neue Filme im Game. Genau, wir hatten einmal einen eher lustigen Charakter, der Bad Boy ist, aber Dinge durchscheinen lässt und einmal das schillernde böse Chaos sozusagen. Konntet beide deutlich machen, wie er in seiner schauspielerischen Fähigkeit dort glänzen konnte. Ich finde, ihr hattet beide nicht so richtig Gegenargumente gegen den jeweils anderen. Deshalb muss ich mich auf eure Pro-Argumente beziehen. Und ich fand es ziemlich auf einem Level, bis dann von Tim noch so der Stoß kam und es ist die Rolle, an die sich alle bei ihm erinnern. Das ist die, an die wir alle denken, wenn wir an Heath Ledger denken. Deshalb geht für mich dieser Punkt an Tim. Und damit haben wir einen Sieger der heutigen Sendung. Ich bitte um Applaus.
Genau, damit möchte ich mich hier beim Publikum vor Ort bedanken und ganz besonders bei euch drei, dass ihr das hier als erstmalige Teilnehmende bei den Cinematic Smash Brothers mitgemacht habt. Ihr seid damit auch herzlich eingeladen zu unserem großen Cinematic Deathmatch, dem Finale, was im November in Berlin stattfinden wird, wo alle von aktuell 46 KandidatInnen dieser Staffel die Chance haben, nochmal zu zeigen, was sie können. Genau, ihr findet uns unter cinematicsmashbros.de, auf Spotify, auf iTunes, wo auch immer ihr hinkommen wollt. Und ich freue mich schon darauf, dass unser kleines Franchise demnächst die nächste Reise antritt. Wir dann vielleicht nicht mehr in diesem schönen Ort am Potsdok in Sebeste sind, aber dann mit dem nächsten Moderator oder der nächsten Moderatorin wieder ganz andere KandidatInnen und andere Filme zu hören sind. Daher sagen wir Tschüss und danke, dass ihr uns hier so unterstützt habt. Tschüss.